2-0. Seiner Chance, wir greifen zur nächsten. Viel riskiert bei diesem Service. Und damit nach einem Satz Pause wieder ein Ass der Deutschen. Ein guter Zeitpunkt, wie ich meine. Spanier Schreimann, 2-1. Und das Ass für die Spanier jetzt. Julius Brink hat sich da verschätzt. Diesmal hat das Augenmaß gepasst. Seiten werden gewechselt. Der Satz wird ja nur auf 15 Punkte gespielt. Deshalb wird alle 5 Punkte. Ausgleich für die Spanier, 3 beide. Stark von Julius Brink. Wir beide. Alles im Lot. Aber nachdem es nur bis 15 geht, kann hier natürlich jeder Fehler entscheidend sein. Deutlich verschlagen von Reckermann. Gavira vom Service. Ja, noch berührt. 6-5 für die Deutschen. 6-5 in einem kurzen Satz der 15 Punkte. Deutschland geht es fallen. Wer heute soll sie fallen? Six
Es bleibt alles Programm gemäß. Umso mehr spitzt sich die Sache zu, umso spannender als es ohnehin ist, wird es dadurch. Jeder Fehler könnte jetzt entscheidend sein. Vieles von dem, was hier jetzt passieren wird, ist jetzt natürlich Kopfsache. Kühlen Kopf hat hier Gavira bewiesen. Julius Krieg, Seitenwechsel 8-7. Und wieder die Frage an die Experte hier am Center. Zum dritten Mal werden die Seiten gewechselt. Deutschland, Spanien, Germany, España. Wieder etwas stärker der Regen im Moment. Acht beide. Auch hier passiert nichts. Auch dieser Ballwechsel ordnungsgemäß. Und die Spanier machen den Punkt bei eigenem Service. 9-8. Und ein Ass zum 10-8. Zwei Punkte Vorsprung für die Spanier. Ja, unangenehm jetzt für die Deutschen. Der Druck jetzt ganz klar auf Seiten von Brink-Reckermann.